Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel. Heute ist es mal so richtig herbstlich frisch geworden. Wir haben uns also nach drinnen verzogen. Wir sitzen heute mal nicht draußen bei Sonnenschein in der schönen Natur. Aber das macht uns nichts. Wir haben es uns schön kuschelig gemacht. Ihr Lieben, seid ganz, ganz herzlich willkommen hier in eurer kleinen YouTube-Familie. Ich heiße euch herzlich willkommen. Nehmt Platz, sei da. Dieses Orakel ist für dich. Es ist eine Blockadenlösung. Und wir gehen hier ganz, ganz tief nochmal einfach in die Blockaden. Hier, meine Liebe, bist du. Oder wenn du ein Mann bist, der zuschaut, das bist du. Du bist der Fragesteller oder die Fragestellerin. Und hier oben ist dein Herzensmensch, egal ob männlich oder weiblich. Das bist du, der wo zuschaut, die wo zuschaut. Und das ist dein Gegenüber. Und hier seht ihr auch schon, eine weibliche Person liegt zwischen euch. Es könnte sogar tatsächlich das Mutterthema sein, denn hier liegt das Zuhause. Du hast vielleicht auch Angst, etwas Falsches zu tun. Vielleicht wurde dir auch immer wieder etwas verschwiegen oder etwas verheimlicht. Man hat dich vielleicht auch nicht für voll genommen oder dich ja so gefördert, wie du es gebraucht hättest. Also hier war auch ein Stück vielleicht die Wertschätzung nicht ganz so stark, wie sie gut gewesen wäre für dich. Also hier liegt die Stagnation. Und wie ihr wisst, wird ja ganz, ganz viel am Anfang im Leben quasi manifestiert, also besonders in den Lebensjahren von 0 bis 7 werden hier die Wurzeln geschaffen, die tiefen Prägungen, und hier liegt ganz klar eine Stagnation in der Wertschätzung. Also man hat dich vielleicht hier nicht so wertgeschätzt, wie du es als Menschlein gebraucht hättest, wie es jeder Mensch, jede Seele braucht. Und wir sprechen hier auch niemanden schuldig. Wir sagen nicht, du hattest eine schlechte Mutter oder eine böse Mutter oder eine schlechte, ja, Erziehungsperson sozusagen, sondern es geht einfach nur um die Feststellung, dass es eben nicht so war. Du hast nicht das bekommen, was du gebraucht hättest. Und diese Prägungen nimmst du ja jetzt auch mit in dein späteres Leben, natürlich auch durch deine Prägungen aus deiner Umwelt, aus deiner Kinderschule, aus deiner Schulzeit, aus deiner Ausbildung, nachher auch in der Konfrontation mit deinem Vorgesetzten. Also wundere dich auch nicht, wenn heute dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte ähnlich ist wie deine Mutter oder dein Vater. Schau dir das doch mal an, ob da irgendwelche Muster vielleicht sind, die sich tatsächlich wiederholen. Dann lade ich dich natürlich auch ganz, ganz herzlich ein, mit deinen Mustern zu arbeiten. Wenn du möchtest, steigen wir hier in dieses Magnetic Heart, in diese Transformation mit deinem Herzmagneten ein. Du findest natürlich unter dem Video ganz, ganz viele Links zu meinen Programmen, zu meinen Buchungsmöglichkeiten, zu meinem Shop. Und kannst mir gerne über WhatsApp direkt eine Nachricht schreiben. Auch meine WhatsApp-Nummer findest du direkt unter diesem Video. Wir legen bei der Blockadenlösung auch die Lenormand-Karten und wir legen heute wieder auf dem Magic Energy Violet Board, auf dem neuen Lavender Board. Hier, damit wir über die Hausplätze und Seelenplätze nochmal schauen können. Wir verwurzeln uns mit Mutter Erde und gehen einfach ganz tief in eine Ruhe und bleiben jetzt bei uns. Jetzt hast du hier natürlich diesen Herzensmenschen, der dir gegenübersteht, und du hast dieses Mutterthema. Was ist da also hier in Verbindung? Wenn er dir Sachen sagt oder auch Sachen gibt, die einen Stück weit hier deinen Mangel auffüllen, die dir also Sicherheit geben, dann öffnest du dich.
dann öffnest du dich und dann sehnst du dich natürlich nach Bindung und nach Verbindung, so wie du es eben auch in der frühen Kindheit gerne gehabt hättest. Eine Frau möchte sich auch unbedingt binden, eine Frau möchte Familie, eine Frau möchte hier in diese Verbindlichkeit gehen. Wie du siehst, du liegst ganz nah dem Zuhause. Du wünschst dir hier Leichtigkeit. Du liegst hier auf dem Hausplatz der Leichtigkeit, aber gleichzeitig auch auf dem Hausplatz der Eulen. Und die Eulen machen immer wieder diese mühseligen Umstände, diese innere Unruhe. Also du fühlst dich vielleicht auch im Moment überhaupt nicht leicht, sondern eher unruhig und mühselig und ja, vielleicht so ein bisschen nervös. Und wir schauen jetzt mal, wo die Eulen drauf liegen. Und die Eulen liegen auf deinem Herzschmerz. Also hier kränkelt etwas. Du siehst, das ist der Hausplatz der Sonne. Es geht also um großes Glück. Es geht um deine Weiblichkeit, um deine weibliche Intuition, die hier gelebt werden möchte. Aber hier kränkelt etwas. Also die Mühseligkeiten, die zeigen dir ganz klar den Herzschmerz. Und jetzt schauen wir mal, wo der herkommt. Und da gehen wir dann auf den Hausplatz der Sonne. Das kannst du ja mit dem Magic Energy Violet Board super gut machen. Und schau mal, wo die Sonne drauf liegt. Die liegt auf der Sense. Also entweder hast du hier eine Gefahr, eine Bedrohung, ein Ende, eine Belastung gehabt und diese Thematik hat dir hier gesagt, sei achtsam, sei vorsichtig, aber es kommt etwas in Bewegung. Hier siehst du ganz klar die Bewegung und wir schauen jetzt mal noch, wo die Sense drauf liegt, weil so springst du dann über die Hausplätze, meine Liebe, und die Sense, die liegt auf dem weiblichen Fundament. Also du weißt ganz klar jetzt, wo kommen deine Verletzungen her, deine Unsicherheiten, deine Unklarheiten. Schau mal, da oben liegt es. Es liegt ganz klar auf dem weiblichen Fundament und wir hatten ja gesagt, du hast hier vermutlich ein Thema mit einer weiblichen Bezugsperson, mit deiner Mutter und er wahrscheinlich auch mit seiner. Und da kommen diese Unklarheiten und Unsicherheiten her. Also du kannst so über die Hausplätze ganz klar deine Antworten finden und unterstützend kann dir da natürlich auch mein Buch helfen. Karten legen, lernen und deuten mit den Lenormand-Karten und dann kannst du auch hier über die Hausplätze springen mit dem Magic Energy Sunboard oder dem Lavenderboard. Mit den beiden kannst du über die Hausplätze hier über die Seelenbotschaften springen und dann siehst du ganz klar, wo kommt das alles her. Und jetzt schauen wir mal die Wolken. Die Sense liegt ja hier auf der Wolke. Jetzt schauen wir mal die Wolke an, die Unsicherheiten und Unklarheiten. Wo kommen die her? Schau mal, aus einem Verlust. Also hier ist etwas verloren gegangen. Du hast vielleicht wirklich auch Angst vor einer Entscheidung. Es macht dir Angst, weil du dann vielleicht etwas verlieren könntest. Du hast Verlustängste, du hast Angst, dass du etwas verlieren könntest. Du hast Angst, dass es misslingt. Du bist dir also unsicher, entscheidest dich vielleicht auch nicht, entscheidest dich vor allem nicht für dich. Das zeigt dir ja hier auch der Fuchs. Du hast Angst, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu tun. Das hat man dir früh genug schon, ja, beigebracht sozusagen, diese Eigenschaft, dass du dich vielleicht hier auch manchmal unterwirfst, anstatt wirklich dich dieser Angst hier zu stellen. Und die Mäuse, meine Liebe, die Mäuse, die liegen hier also auf dem Hausplatz des Ankers. Also es geht darum, dass du auch Angst hast vielleicht vor einer Verbindung. Du hast vielleicht sogar wirklich auch Angst vor einer Verankerung. Der Anker steht ja auch für die Arbeit, für das Hobby. Also vielleicht hast du auch im Privatleben in anderen Beziehungen diese Thematik drin. Und hier geht es um Distanz und Festhalten. Also ein Nähe-Distanz-Thema liegt hier also auch tatsächlich noch drin. Wenn er dir also Sachen sagt oder Dinge gibt, die dir Sicherheit geben, dann öffnest du dich natürlich, dann öffnest du dich und dann möchtest du dich auch
binden. Nur oft ist es so, dass dann die Herzensmenschen, die kommen ja hier auch mit einer Seelenaufgabe, dass die Männer ein Stück weit länger brauchen und die brauchen ein Stück weit eben auch Zeit. Er braucht Zeit. Du brauchst Sicherheit und er braucht Zeit. Jetzt ist es wichtig, dass du wieder in die Leichtigkeit findest. Schau, du sollst dich hier entscheiden für die Leichtigkeit, für die Weiblichkeit. Entscheide dich also für die Leichtigkeit. Wir sind ja in einer Blockadenlösung drin. Löse also auf keinen Fall seine Bindungsangst aus und löse vor allem deine Verlustangst auf. Auch das kannst du tun, wenn wir zum Beispiel gemeinsam an deiner Transformation arbeiten und hier gemeinsam in deine Muster gehen und sie auflösen. Und ich habe euch auch eine Energy Voices Orakelbotschaft gezogen und in dieser Orakelbotschaft kommt: Schau, wie klein die Welt ist. Sie passt sogar in deine Hand. Und jetzt weißt du auch, dass alles möglich ist. Unsere Liebe ist stark genug, groß genug, weit genug, um all diese Hürden zu überwinden. Das ist auch eine Seelenbotschaft, also von Seele zu Seele. Und das ist natürlich auch dein inneres Kind. Also hier spricht auch deine Seele zu dir, meine Liebe. Ihr könnt also alle Hürden überwinden. Du musst nur daran glauben. So wie ich es tue, zweifle also nicht, we are one. Zusammen sind wir eins, nichts kann uns trennen und wir haben uns ein Versprechen gegeben. Also vergiss dieses Versprechen nicht, erinnere dich daran. Die Liebe wird uns durch die Täler tragen. Das ist deine wunderschöne Energy Voices Botschaft heute. Die gibt also unheimlich viel Kraft und Hoffnung. Und wir sind ja hier in einer Blockadenlösung und dann kannst du auch mit den Energiesteinen hier arbeiten und speziell auch auf jedes spezielle Chakra legen. Wenn also auch du sagst, du fühlst dich im Moment eher mühselig, dann arbeite mit deinen Energiesteinen hier ganz, ganz bewusst und arbeite mit deiner Verlustangst und schau auch, dass du in ihm diese Bindungsangst also nicht auslöst. Denn hier siehst du ganz klar den Rückzug auf Beziehung. Also er ist hier im Moment in einem Rückzug, er blockiert sogar das Thema Partnerschaft. Man sieht aber eben auch, dass hier die Single-Karten-Kombination ist. Also vielleicht braucht er im Moment diesen inneren Rückzug auch für sich. Es ist kein Ende, es ist nur eine Pause aufgrund von den Unsicherheiten. Konkurriere also auf gar keinen Fall mit Freunden, mit seinen Hobbys, mit seinen Beschäftigungen in der Freizeit, mit seiner Mutter. Konkurriere hier auf gar keinen Fall mit ihm. Hab also wirklich nicht dieses Rangfolgedenken. Er braucht dieses Umfeld genauso wie du. Ihr braucht beide ein stabiles Leben außerhalb eurer Beziehung. Und wir gehen ja hier in eine Blockadenlösung. Deshalb gehen wir auch in diese Blockade hier ganz speziell rein, die ja hier mit dem Selbstwert, der Wertschätzung zu tun hat und dem Seelenspiegel. Die bringt ganz, ganz viel Unruhe rein. Und hier gehen wir ganz klar in den Solarplexus mit der Goldenergie und werden auch hier ganz bewusst über diese universelle Energie arbeiten, weil da tief verwurzelte Ängste sind. Das sind ganz, ganz tief verwurzelte Ängste und deshalb ist es auch wichtig, dass du ganz, ganz viel für dich tust, dass du ganz, ganz gut für dich sorgst. Und wenn du auch sagst, ich möchte so gern seine Nummer eins sein, dann sei du vor allem deine Nummer eins, denn du musst ja erstmal auch ein Stück weit dir das geben können, damit du es ihm gibst. Du darfst ja nicht hier dich total aufgeben für ihn, sondern du sollst gut für dich sorgen. Verwurzle dich also gut. Denn wenn er jetzt hier auch alles aufgeben würde, das wünschst du dir, das ist ein Kindheitswunsch. Ja, das hat viel mit deiner Mutter zu tun oder mit deinem Vater, da möchtest du das natürlich auch sein.
die Nummer eins, die alleinige, und das ist auch dein Recht. Und daher kommt auch dein Wunsch, damit du es auch verstehst. Da kommt dein Bedürfnis her. Aber wenn er jetzt alles aufgeben würde und er würde sich völlig unterdrücken, dann würde er ja ganz, ganz wichtige Aspekte auch seiner Persönlichkeit unterdrücken. Und dann würde er sich ganz, ganz schnell hier wie in einem Gefängnis fühlen, also richtig isoliert, eingesperrt. Und das würde eure Beziehung, eurer Verbindung überhaupt nicht gut tun. Deshalb legen wir jetzt auch nochmal den Energiestein auf die Unsicherheiten und Unklarheiten, dass hier eine klare Kommunikation stattfinden darf, dass hier wirklich über die Kommunikation auch Unsicherheiten und Unklarheiten aufgelöst werden. Und wir gehen natürlich ganz klar hier auch wirklich rein in dieses Vertrauen. We are one. Vergiss das bitte nicht. Er sagt es dir, das sind eure Seelenbotschaften, die hier kommunizieren. Ihr süßen lieben Mäuse, ich danke euch ganz, ganz herzlich wieder fürs Zuschauen, für euer Daumen hoch, für euer Liken, für das Abonnieren meines Kanals, für eure vielen, vielen Anrufe und tollen Nachrichten unter diesem Video. Schreibt mir gerne auch rein, wie es euch gerade geht und ob ihr das auch erlebt. Herzensgrüße und bis bald. Eure Claudia.